Da können wir das dann wunderbar sehen, ob ich mich dann auch nicht vertan habe. Also hier könnten die sich natürlich theoretisch auch noch verstecken, ne? Hinter diesem großen, was es auch immer sein mag, ich weiß gar nicht, was das ist. Aber ich will einfach mal hoffen, dass das nicht passiert. Beziehungsweise wenn, sehe ich es ja beim ersten Mal und kann es dann ändern. Gleiches wäre natürlich auch, es ist halt auch noch immer so ein Problem, falls die jetzt wirklich von genau hier kommen und die alle nach hart links schießen, hoffe ich nicht, dass wenn hier zum Beispiel Hobbs hier steht, dass der hier dann auch total krass Hobbs beschießt, versehentlich. Also das wäre wirklich gar nicht in meinem Interesse und da will ich mal hoffen, dass sowas jetzt nicht passiert. Aber das muss ich zeigen. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist, wie ich das jetzt gerade gedacht habe. Okay, die sind fertig. Also ich habe auch gerade überlegt, also falls jetzt der gute Jack hier doch mal irgendwann dann die Anwerbung bei ihm funktionieren sollte, benötigen wir natürlich auf jeden Fall noch ein Haus. Für ihn. Oder ein Zimmer, nicht ein Haus. Aber ein Zimmer, das können wir hier irgendwo hinten mal bauen. So, und die Objekte können hier alle entfernt werden, die hier rumliegen. Hier oben liegt schon gar nichts mehr. Ich denke, das werden wir. Wir werden hier mal einfach dann. Ich überlege jetzt, aber eigentlich ist es völlig egal, wo sein Zimmerchen ist, ne? Also 5x5. Also 6x6. Ne? Einen muss ich ja noch bauen. Ich glaube, dass ich das so mache. Hier will ich ja nach hinten durchbauen. So, hier ist dann sein Zimmer. Und was auch ganz wichtig ist, wir haben hier mittlerweile, dadurch, dass ja nur 10 einfache Mahlzeiten übereinander liegen können, haben wir hier echt ein bisschen wenig Platz. Also ich würde ganz gerne nochmal die Lagerzone 4, aka Kühlschrankzone, würde ich halt eigentlich gerne nochmal ein bisschen erweitern. Und zwar am einfachsten wäre es natürlich... Ach Mist, hier ist Schlamm, da kann ich natürlich nicht hinbauen. Mann, ist das nervig. Okay, dann ist da auch eine relativ einfache Möglichkeit, es einfach nach oben zu erweitern. In dem Fall würde ich einfach das hier... Moment, eine weiter muss ich noch. Das würde ich jetzt abbauen und dann würde ich die bis hier hochziehen. Das geht ja auch, ist ja kein Problem. Ich hoffe nicht, dass wir da weitere... Kühlelemente, weitere Kühlungen brauchen, aber ich glaube nicht, dass wir das benötigen werden. So, Objekt entfernen. Konnte nicht anwerben. Schade. Ja, okay. Vielleicht liegt es halt auch daran, dass man ihn nicht anwerben kann, weil er eben so gut ist in diesen ganzen Sachen. Könnte auch sein. Ich weiß das natürlich nicht. Aber gut, ist auch nicht so schlimm. Ich meine, wir haben auch mit 4 Leuten kommen wir wunderbar klar. Sollte kein Problem sein. Derzeit sieht auf jeden Fall alles gut aus. Was wir machen könnten, ist, wir könnten mal ein bisschen was jagen, damit wir ein paar bessere Mahlzeiten herstellen können. Na gut, aber auf der anderen Seite, wir haben so viel Essen, uns jetzt um Essen zu kümmern, dass wir irgendwie... Dann kümmern wir uns lieber nicht um Essen und machen lieber diese ganzen Sachen hier. Training erfolglos. Mann, schade. Ja, dann kümmern wir uns lieber um die Erweiterung hier. Ich frage mich auch die ganze Zeit, ich hatte ja relativ früh hier schon 6 so eine Solaranlagen gebaut, aber das scheint immer noch locker auszureichen. Auch mit diesen 5 Batterien, die hier sind, scheint echt völlig problemlos zu funktionieren. Mit 6 Solaranlagen und 5 Batterien. Dass echt alles versorgt wird. Gut, will ich mich nicht beschweren. Irgendwann, wenn ich dann diese Forschung hier abgeschlossen habe, werde ich dann mal diese Geothermalforschung hier anschmeißen. Und dann kann ich eben auch diese geothermalen Quellen nutzen. Hier zum Beispiel ist nämlich eine, also so ein Geysir. Und irgendwo anders war hier, hier zum Beispiel wäre auch noch so ein, Geysir. Ja, also das
könnte ich dann zum Beispiel machen. Was stand denn da gerade? Wir hatten da gerade irgendwas gemacht. Hat hier einer... Stänkert hier einer rum? Geteiltes Schlafzimmer? Ach so, weil du das zweite Bett hier drin hast. Deinstallieren. Ah, okay, cool. Ja, genau, das will ich machen. Denn ich will ja nachher hier ein neues Bett hinpacken. Oder ich reiße es ab. Dann hält hier ein Teil zurück, aber will ich ja gar nicht. Nee, ich will das deinstallieren. Das ist ja genial. Wusste ich ja gar nicht, dass das so funktioniert. So, und er hing sie forscht. Wie viel brauchst du denn noch? Naja. Okay, noch 350. Wird schon noch ein paar Tage dauern, ne? Aber gut, ist ja auch nicht so schlimm. Oh, der Blitz war aber nah, oder? Oh, ja. Oh, wow. Und diesmal regnet's... Ja, doch, sehr, sehr stark. Doch, doch, das wird funktionieren. Das wird gar nicht dazu kommen. Wird alles wieder ausgehen. Die Vorratskapsel. Wo ist sie denn? Oh, ja. Wow. Affenfleisch. Naja, Affe ist okay. Ich dachte schon im ersten Moment, das wäre Menschenfleisch. Das, hätte ich zwar mitgenommen, aber nur um es zu verkaufen, weil... man kann denen zwar Menschenfleisch geben, aber die sind dann, wenn ich mich nicht irre, sind die dann unfassbar unzufrieden. Also, sie kriegen dann so einen richtig brutalen Bonus, so den Kannibalen-Bonus halt, wa? Das mögen sie nicht. Okay. So, jetzt sind sie wach. Nerhesi besucht Grab. Hä? Ist das jetzt ein Typ? Heißt der Typ mit Nachnamen Squirrel? Nee, das ist das Viech, ne? Das ist ein Eichhörnchen einfach hier. Warum besuchst du denn ein Eichhörnchen? Das kannst du doch gar nicht, das ist einfach durchgedreht. Du hast eiskalt vernichtet, das Eichhörnchen. Zu Recht, wohlgemerkt. Oh nee. Hier ist auch Schlamm, da kann ich auch nicht drauf bauen. Ey, das geht mir so auf den Senkel. Kann ich hier gar nichts drauf machen? So, Granit. Ey, ist das nervig. Ist das nervig. Oder ich wechsle die Räume komplett. Kann ich ja auch machen. Ich könnte halt auch den Raum hier für irgendwas ganz anderes benutzen. Und pack halt stattdessen den neuen Raum dann, weiß ich nicht, hier irgendwo ganz hinten rein. Ah, na okay, der sollte natürlich relativ nah hier dran sein. Ah, oder ich verlege den Batterieraum. Ja, das werde ich, glaube ich, machen. Aber das ist dann aber schon ein Riesen. Das ist ja ein Riesenlager. Obwohl, ich könnte natürlich zwei Lager draus machen. Ich könnte natürlich ein Lager für Essen und so weiter, was ich dann vielleicht hier drüben hinpacke, wo die dann schnell rankommen. Und ein zweites Lager hier für unfertiges Essen. Achso, dann bräuchte ich gar nicht die Wand dazwischen abreißen. Da kann ich einfach zwei Lager draus machen, wa? Ach nee, aber dann habe ich eine Kühlung und so. Ist ja wahrscheinlich... Nee, nee. Machen wir das mal so. Aber dann muss ich hier... Irgendwo brauche ich einen Batterieraum. Ja, na gut, der Batterieraum ist ja nur wirklich völlig egal. Könnte ich den wahrscheinlich erstmal hier zum Beispiel hinbauen. Ein Waffenhändler befindet sich in der Nähe. Ja, gut. Aber Waffenhändler brauche ich jetzt gerade nicht. Okay, das heißt, ich baue dann jetzt erstmal... Moment, aber wenn ich das jetzt nur zwei Dinger lang baue, das wäre echt schon ein bisschen wenig, oder? Nee, zwei Dinger ist zu wenig. Aber ich möchte eigentlich den Batterieraum nicht direkt anschließen mit dem... hier an das... an den Raum für... an den Schlafraum von Nerhesi. Das halte ich jetzt für ein bisschen gefährlich. Ah, doch. Machen wir mal. So. Ach, was... Was mache ich denn hier? Brauche ich doch keine neue Wand. Aber die Wand hier muss ich abreißen. Die Wand hier muss ich definitiv abreißen. Weil Holz geht gar nicht.
wenn das Ding in die Luft fliegt, und das kann schon mal passieren, dann brauche ich hier Sachen, die einfach nicht brennbar sind. Ja. So machen wir das. Und dann muss ich aber auch hier hinter abreißen. Ach so, da muss ich nicht abreißen, sondern abbauen. Okay. Abbauen. So, halt, hier, da. Hier will ich abbauen. Und jetzt wieder neu aufbauen. Struktur, Granitwand. Mache ich jetzt erstmal hier hinter auf. Ah, okay, also 5 kostet die Granitwand und 4 kriege ich pro Granitwand wieder. Ist eigentlich ein fairer Tausch. Also da hätten sie auch weniger geben können, sagen wir es mal so. So, dann kommt hier eine Granitautotür rein. Und natürlich das Wichtigste, denn da hinten sind ja auch dann die ganzen Teile hier. Die ganzen Batterien. Natürlich alles angeschlossen sein. So. Hier regnet es jetzt wahrscheinlich gerade total rein, oder? Oder ist hier schon ein Dach? Achso, nee, hier ist ein Dach. Ah, okay. Mag sein. Jetzt frage ich mich gerade, wie ich das hier mache. Also, ob ich hier echt nochmal so 2 Türen mache? Aber da müssen die ja noch mehr hin und her laufen. Ach nee, das ist total... Wenn die noch mehr hin und her laufen müssen, ist das, glaube ich, sehr blöd. Also die Dinger werde ich auf jeden Fall deinstallieren. Oh, wo ist denn jetzt das Bett? Ah, hier ist das Bett hingekommen. Okay. Ja gut, das kann ich ja nachher installieren. Das kann ja erstmal im Lager bleiben. Stört mich nicht. Jetzt wird sowieso erstmal ausgeschlafen. Okay. Sonne geht schon auf. Waffenhändler findet sich in der Nähe. Okay. Ich könnte natürlich auch all diese anderen Parteien hier anrufen. Diese Fraktionen hier. Zum Beispiel der hier ist halt auch mir freundlich gesinnt. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich Sinn macht. Ich glaube nicht, dass ich da wirklich irgendwas mit denen machen kann jetzt gerade. Ah, und der Hesi versucht, glaube ich, wieder Jack anzuwerben. Aber bei 2% mache ich mir da ehrlich gesagt generell keine großen Hoffnungen. Nee, hat nicht geklappt. Es geht, glaube ich, auch nur einmal pro Tag, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe, dann machen die das immer einmal pro Tag. Kommt der Versuch. Ah, cool. Der Hund bringt alles weg. Ach, da hinten habe ich noch gar keinen Beton verlegt. Fällt mir gerade auf. So, jetzt aber. Und hier kommt dann die neue Wand hin. Ja, da habe ich dann auch auf jeden Fall genug Platz. Ah, die Erdbeeren werden geerntet. Wunderbar. Und jetzt kommen ja auch keine neuen mehr dazu. Das ist sehr gut. Die Kartoffeln sind sogar fast alle schon fertig. Dann könnte ich aber eigentlich das Maisfeld noch vergrößern, ne? Ach so, oder ich sag einfach, hier sollen sie jetzt stattdessen Mais anbauen, ne? Aha. Was? Die vergiften die Umgebung? Zerstöre sie so weit wie möglich. Was ist das denn? Erwachte vor 0 Tagen? Ey Leute, was ist denn das jetzt hier für ein Mist? Kann ich jetzt gar nichts mit anfangen, was das heißt. Vor allem, hier bricht jetzt auch noch Feuer aus, oder was? Na, das ist ja blöde. Waffe ziehen. Nahkampfangriff, na super. So, ich nehme die jetzt alle mit. Zieht jetzt mal an eure Waffe, bitte. Rennt mal alle dahin. Komisch.
Schieß doch mal auf das Raumschiff. Was ist das denn? Sense? Sense geht spazieren. Okay, Moment. Sense geht spazieren. Klingt sowas von ungut. Komm, schieß auf die Sense. Ach, das sind Mechanoiden. Jetzt habe ich es erst gecheckt. Warum kann ich denn die jetzt nicht angreifen hier? Ah, doch, geht. So. Bitte, schießen Sie jetzt da drauf. Okay, John hat ein bisschen... Nee, hat gar nichts abbekommen. Interessant. Teil geht hier langsam zugrunde. Was ja ganz cool dabei ist, ist, dass hier dann so Mechanoidenleichen rauskommen. Ja, weil daraus kann man bestimmt irgendwas machen. Ich weiß jetzt zwar noch nicht was, aber ich kann da mit Sicherheit irgendwas draus machen. So. Jetzt kann ich erstmal die Waffen wegstecken. Sag mal, wo ist denn jetzt? Ist denn John hingelaufen? Hat der automatisch seine Waffe weggesteckt? Oder habe ich ihm das gesagt? Das habe ich ihm doch gar nicht gesagt. Komisch. Hops. Ah, verdammt. Okay, das soll er natürlich... Dieses Ding soll natürlich jetzt nicht brennen. Das heißt, ich werde das jetzt mal ganz frech als Heimatgebiet hier deklarieren. So. Und jetzt, bitte löschen Sie jetzt. Was hast du denn da gefunden? Einfache Mahlzeit. Interessant. Ah, die sollst du doch nicht begraben. Den sollst du eigentlich auseinandernehmen. Wie geht denn das? Irgendwas konnte ich doch hier mitnehmen. Irgendwas konnte ich doch hier machen, ne? Mechanik, ne? Ja! Wertvolles Material zerlegt werden. Ja, das ist da. Wenn das wertvolles Material ist, ist ja wunderbar. Mechanoid, verdirbt der? Nö, verdirbt nicht. Gut, kann ich also einfach so mitnehmen. Das kann auch alles mitgenommen werden. Das möchte ich auch mitnehmen. Alles klar. So, das kann sich eigentlich nur noch in diese Richtung ausbreiten, deswegen kann ich das auch ignorieren. Denn hier ist ja gar nichts mehr. Erde. Mit Erde kann da nichts passieren. Sehen die alle gut aus jetzt hier? Körper. Hops, sieht gut aus. Alte Stichwunde, die ist jetzt nicht so relevant. Und John. Okay. John hat leichte Schmerzen. Nerhesi. Kannst du ihn verarzten? Nee, okay, dann scheint es wirklich was ganz Altes zu sein. Wo wir jetzt gar nichts gegen tun können. Na dann nicht. Irgendwie haben die Tiere nicht so richtig geholfen, oder? Ich dachte, dass die jetzt angreifen, wenn das Herrchen angegriffen wird. Aber gut, Hobbs wurde auch nicht angegriffen. Ja, wahrscheinlich lag es daran, ne? Denn das ist ja dann noch eine andere Sache, die man auch noch erforschen kann, zusätzlich. Dass man dann den Tieren, die Tiere eben auch, glaube ich, selber losschicken kann. Ne? Statt, dass sie nur auf einen Angriff reagieren, kann man ihnen auch selbst sagen, quasi das, der Fassbefehl, ja? Den man ja kennt, den kann man ihnen anscheinend auch beibringen.